infiziert haben. Ja, konnichiwa, meine Game, Anime und Game Otakus. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich habe eine Mission angenommen und wir sind jetzt mittendrin hier. What the fuck? Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Russisches Konsulat, okay. Boah, es geht ja ab hier. Ich schieße erstmal hier. Mal die Waffe wechseln. Ich nehme die ganze Zeit auch eine Scheißwaffe. Wow, fuck, Alter. Was ist denn hier los? Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Ja, das gefällt mir aber gar nicht. Wow. Oh, der hat auch so eine Schutzbarriere gemacht. Ich muss die andere Waffe nehmen. Ich habe zum Glück Munition. Wow. Schieß auf ihn! Super. Oh Mann. Das geht ja schon wieder total beschissen los hier. Wow, ich werde hier. Ich habe die Mission angenommen, das ging so ratzfratz, ich konnte gar nichts machen. So, wir nehmen mal das hier mit. Objekte teilen Hinweis. Man kann Objekte mit anderen Spielern handeln, indem man sie ablegt, okay. Wo ist denn der jetzt hin? Da hoch? Hi! So, wir sind zu dritt. So, ich filme auch auf. Man weiß ja nie. So, Ladies First heißt das. Jetzt dürft ihr. Ich weiß ja nicht, ob da noch mehr Frauen bei sind. Man weiß ja nicht. Wow, das sind übelst viele. Ey, das ist halt krass. Wir sind hier echt im Konsulat. Ein weiterer Agent ist Ihrem Team beigetreten. Es geht ab. Ich sehe nichts, aber ich schieße einfach. Zumindest kann ich nicht meinen Teampartner hier treffen. So, den haben wir auch. Wow, die haben sogar mehr. Nee, das sind sogar zu viert. Und die haben alle Stufe 27 und 28. Ich habe 26. Ich bin also hier die Schwächste. Wie immer. Kommt noch mehr? Warnung. Feinde kennen sich anscheinend aus. Position. Um! Und um! Okay, der ist schon tot. Oh, der macht die souveräne Rollen. Also das Team arbeitet ziemlich gut und sehr aggressiv. Gefällt mir. Geht schön voran. Zu viert ist es sowieso besser. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Wow, die gehen ja echt ab hier. Alter, die rasieren ja hier alle weg. Ich weiß leider auch nicht genau, wonach sie suchen müssen, Agent. Ja, ich auch nicht. Tschernenko wird trotz allem irgendwie gearbeitet haben. Also Notizen, Tagebücher, alles in der Art. Halten Sie die Augen offen, okay? Ja, ich versuch's. So, Munition. Also, oh Gott, ey, das ist viel zu viel hier schon wieder. Boah, was ist denn da los? Ich schmeiß das mal darüber. Hello! Ich hoffe, ich komme keine von der Seite, das wäre ein bisschen übel. Was meinte ich? Der eine rennt da nur rum. Ich habe ein bisschen Angst, hier von der Seite angegriffen zu werden. Was ist denn eine scheiß Granate bei? Schieß
auf ihn! Hi, hi, hi! Wow, die sind übel hier. Ey, nicht, dass du jetzt von der Seite kommst, mein Freund. Checkpoint. Ihre Shade-Tech registriert viel Hardware. Was wollen die Russen bloß mit so viel Rechenkapazität? Na, weiß ich doch nicht. Unter normalen Umständen spionieren. Jetzt wird Shenenko die Prozessoren nutzen, um analytische Modelle des Virus durchzuspielen. Ach, okay, der eine macht das gerade. Vielleicht befindet sich seine Arbeit darauf. Okay, schlagen ist keine Lösung. Warum schlagt ihr jetzt alle? Was macht ihr denn da? Achtung. Zugriff auf Netzwerk. Zugriff erfolgt. Uplink wird eingerichtet. Kommen jetzt noch mehr. Daten runter. Und das heißt, das, Doktor? Das heißt, wir müssen so lange warten und kämpfen. RNS-Dateien. Ich weiß nicht, wofür sie gut sind, aber das sind Unmengen von Chernenkos Genomdaten. Agent, ich brauche diese Daten und zwar alle. Warnung. Gegenmaßnahmen entdeckt. Beginne. Warnung. Netzwerkprivilegien entzogen. Das heißt? Was ist los? Agent, die Übertragung stoppt. Wir wurden gehackt. Agent, was es auch war, es wurde Shade-Tech eingesetzt. Das heißt, irgendjemand in Ihrer Nähe nutzt diese Technik. Das macht ihn zu unserem neuen Ziel. Holen Sie diese Technologie zurück und Chernenkos Daten gleich mit. Mit allen verfügbaren Mitteln. Wow, wie viele sind das? Ist euer Ernst? Das sind alles so eine Krassen. Da oben. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll jetzt. Ohne zerfetzt zu werden. Geh mal hier hin. Alter, das ist mit euch nicht in Ordnung. Pass auf, hinter dir! Kann ich machen, ich kann nichts machen. Alter, pass doch auf! Schieß auf ihn! Er brennt! Verreckt, du Bastard! Ich weiß gerade nicht, was los ist. Der eine geht da einfach hin und spaziert da rein. Ist vielleicht nicht so eine geile Lösung. So, ein paar Bomben hier für euch. Dann kriegt der. Oh ja, okay, gut. Ich habe gedacht, ich habe jetzt daneben geworfen. Ballert da rauf! Alter, das macht Spaß! Die gehen ja richtig ab! Die gehen richtig ab! Fucking! Krasse Scheiße! Wow! Also, die sind echt abgegangen. Hier kriege ich noch ein bisschen Munition. Hier kann ich noch ein paar Sachen einsammeln. Munition. Ich nehme mal hier alles mit, was ich bekommen kann. Wow, die Mission ist ja echt heftig. So, ich lasse dich mal erstmal voran. Jetzt bin ich. So, auffüllen auf jeden Fall. Das heißt, es geht weiter. Das wird übel. Analysiere Sicherheitssystem. System hier kann man analysiert. Auch noch was öffnen. Mineralwasser. Na, warum nicht? Sicherheitsprotokolle deaktiviert. Sicherheitstüren geöffnet. Okay, das heißt, wir müssen das jetzt hier untersuchen. Und dann mal gucken. Denn sein Leben ist echt scheiße. Ja, das meinte ich gerade. Wow, wir bekommen wieder Besuch. Übel. Super, weiter geht's. So, das hier einsammeln. Ich sammle alles ein, was man einsammeln kann. Auf jeden Fall sehr nützliche Sachen. Oh, fuck, Alter. Geh mal in Deckung, Alter. Mein Freund. Boah, das ist ja übel hier. Woo!
sehe bloß nicht, wo jetzt die Gegner sind. Ein bisschen kacke. So, ich kann auch. Machen wir mal ein bisschen Tag-Team hier. Da oben ist eine. Boah, was hier abgeht, ey, das ist doch nicht normal. Und einer trifft mich. Aua. Der kommt zu mir! Leute! Oh Mann, das gibt's doch nicht. Vor allen Dingen, warum kommt jetzt zu mir? Der läuft dann alle vorbei, aber kommt zu mir. Alles klar. Boah, das ist ja echt übel, aber das Team ist echt gut, muss ich sagen. Die gehen hier richtig krass ab. Wow, echt nicht schlecht. Empfange LMB-Funkspruch. Coyote One, hier Hornet, kommen. Hornet, hier Coyote One, ich höre. Der Alarm am Rechner wurde ausgelöst, ich bin unterwegs. Unnötig, Sir. Der Ivan sitzt in einem gesicherten Raum, aber er hält nicht mehr lange durch. Die JTF ist auch hier, aber die ist kein Problem. Das ist nicht die JTF, ich bin unterwegs. Hornet, Ende. Das ist so krass hier, das gefällt mir voll, die Mission. Hier so dieses ganze Konsulat sich mal anzuschauen, das ist echt unglaublich. Man hört schon wieder die Gegner, die Bücherei sichern. Wow, viele! Na, ihr Süßen. Wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht umrunden. Meine ich. Schön, dass wir die ausschalten vorher. Nicht, dass die uns dann singen und dann haben wir ein Problem. Ich meine ja gerade, die kommen hier gerade so schön in die Ecke. Da ist auch gerade einer. Fuck! Das ist nicht euer Ernst jetzt. Leute, geht mal weg da. Leute. Okay, die wollen gerade nicht. Ist mir scheißegal. Verbündeter Division-Agent getroffen. Ja, ich heile ihn schon. Boah, was ist das für einer? Der hat ein Schild. Das ist der fuck ernst jetzt hier. Der hat ein Schild. Das ist bestimmt der Anführer oder so. Alter! Was ist mit euch nicht in Ordnung? Die gehen da hin und ballern den einfach ab. Was ist mit euch nicht in Ordnung? Krass! Ihr seid verrückt! Ihr seid echt verrückt und es geht noch weiter. Wow! Sie sind nicht US Army! Gehen Sie! Können Sie es einrichten, warum warten die da? Ich glaube, die haben die Mission schon mal gemacht. Jessica Candle aus New York. Wir haben uns in Innsbruck getroffen. Ich kenne Sie und Sie kennen meine Arbeit. Dr. Candle, haben Sie meine Daten? Sind Sie in Sicherheit? Vitali, wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Können Sie die Tür öffnen? Okay. Und die Tür ist dahinter, weil da auch eine Kamera ist. Die haben auf jeden Fall die Mission schon gemacht, man sieht das. Das war eine Sprengladung. Bewegung, Agent! Na los, mach mal. Auf Sicherheitssystem. Na, das hätten wir auch vorher machen können. Ohne Scheiß. Ach, lol. Was ist hier los? Empfange LMB-Funkspruch. Hier Hornet, Boss. Ich habe Chernenko und seine Daten vom Server gezogen, bevor die JTF drauf zugreifen konnte. Wir sind startklar. Gut. Okay. Was ist mit unseren Freunden? Sind in der Nähe. Gefechtserlaubnis? Bewilligt. Mal sehen, aus welchem Holz die zweite Welle ist. Die zweite Welle? Ach du Scheiße. Den Virologen verfolgen. Was hat denn der jetzt gemacht? Boah, leck mich doch, Alter. Boah, wer hat mich da getroffen?
ist hier los? Der eine gibt mir irgendwie immer, ich auch nicht, so Bonussachen, dass ich bessere Chancen habe zu treffen und besser, dass ich mehr Schaden mache. Das ist echt geil. Ich visiere mal diese Sniper-Tante da oben an. Kleine Misto. Boah, was hat denn die da für Laser? Grün. Komm raus. Komm raus. Ich muss aufpassen, die macht echt Damage. Die blutet, ist schon mal gut. Es ist eigentlich logisch, wenn einer angeschossen wird, dass er dann blutet. Wo sind die? Komm schon, ich will dich. Also, ich will dich abknallen. Ja, okay, der hat sie schon vorher. Mir auch egal. Wir sind ja im Team hier. Leute, wartet auf mich. Ich höre einen Helikopter. Keine Neustartzone, es geht los. The fuck. Komm mal her, ich helfe dir. So, bitteschön. Alter, was, wie viele? Boah, Alter. Die sind normal, die sind krass. Die sind richtig krass. Au. Ich krieg hier voll auf die Fresse. Okay, das ist übel. Scheiße, der hat mich getroffen. Heftig. Das ist echt heftig. Also nicht der hier, sondern die anderen. Der hier, der ist krass. Der wird wahrscheinlich wieder zu uns, dieser Arsch. Okay, den haben wir, super. Ist alle OP. Kommen noch mehr. Boah, ist das übel. Ich habe leider keine anderen Schussdinger da. Also, dass mein Schuss besser wird. Explosives Geschoss und so. Alter, diese Mission ist so krass. Oh, die haben die. Super. Hier ist nur einer in der Ecke. Den kriege ich leider nicht ins Visier. Den haben sie auch. Okay, dann nehme ich. Der macht alles alleine. SHD-Technologie entdeckt. Synchronisiere mit SHD-Signal. So, sowas sammle ich natürlich ein. Beginne Datenübertragung. Agent, ich erhalte Dateien von der Shaytech dieses Agenten. Die Analyse wird Tage dauern, aber da ist etwas. Etwas Ernstes. Gut, dass ich das erhalten habe. So gut auch nicht. Die haben uns Tschernenko vor der Nase weggeschnappt. Ich habe seine Notizen. Ihn brauche ich nicht, zumindest noch nicht. Das Material ist wirklich ausgezeichnet. Okay. So, wir haben es geschafft. Stufe 27. Wie gewonnen, so zerronnen haben wir jetzt auch noch bekommen. 500 diese Medizinflügergüter, diese Zeug da, was wir einsetzen können. Mit Jessica Kendall reden, mit Fei Lau in der Basis reden und wir haben einen neuen Beweis. Cool. Das ist echt cool. So, Gruppe. Der ist der Anführer, okay. Ich verlasse mal jetzt die Gruppe. Weil wir haben jetzt diese Aufgabe gemacht. Ich habe ja eigentlich eine Anfrage verschickt. Und ich bin dann einfach in die Mission reingekommen. Deswegen war das so am Anfang so ein bisschen verwirrend. Aber wir haben es geschafft. Es ging wirklich sehr schnell. Ich hatte schon Missionen, da musste ich den Part sogar splitten, weil das ging mehr als 30 Minuten ein Part. Das war schon übel manchmal. Ja, okay. Also das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe Aufnahmen von Bliss persönlich. Irgendein Propagandazeug. Der Kerl hört sich gerne reden. Was für ein Arschloch. Sehen Sie sich's an. Ja, ja.
Also ich glaube, wir gucken uns noch den Beweis an, was wir hier bekommen haben. Ich habe irgendeine Freundschaftsanfrage bekommen. Wahrscheinlich ist es von dem einen, den wir gerade im Team hatten. Das finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Sicher, dass das Virus nicht gezüchtet wurde, sondern kodiert. What? Er hat sich der Forschungen seines Freundes Tschernenko über die Veränderung von Virengenen im virtuellen Raum bedient und mit dem Ergebnis einen industriellen Proteinreplikator gefüttert. Heraus kam ein Virus, das er noch weiter verbessern konnte, um einen maximalen Effekt zu erzielen. Und damit meine ich die Todesrate. Na toll. Wissen wir schon mal Bescheid. Super. Das freut mich, dass der Virus so erschaffen wurde. Toll. Was haben wir denn noch hier? Haben wir hier noch irgendwas, was wir noch nicht angeguckt haben? Einsatzdaten. Ach, das sind diese ganzen komischen vermisste Agenten und sowas. Hier sieht man halt, wie die aussehen auch. Den hatten wir jetzt im letzten Part, Jason. Ja, die armen Agenten. Man sieht halt, das sind schon coole Informationen eigentlich. Man sieht hier, was sie für Blutgruppe haben, was sie früher gemacht haben, wie alt die sind. Eigentlich nicht schlecht. Und dann halt noch so eine Beschreibung. Das ist sehr aufwendig, muss ich mal sagen. Nicht schlecht. Ja, okay. Ich mache jetzt aber hier erstmal wieder einen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schaltet dann wieder ein und bis dann.